Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal MyrroTV. Ich versuche euch hier auf meinem Kanal ja immer Technik rund um den Bereich Smart Home vorzustellen und auch zu empfehlen, wenn es denn auch gut ist. Und da ich schon den ein oder anderen Staub- und Wischroboter getestet habe, hatte mir die Firma Testvor freundlicherweise ihren neuen Testvor S6 Turbo zum Testen zur Verfügung gestellt. Den habe ich in den letzten Tagen ausgiebig getestet und möchte euch einfach mit diesem Video meine subjektive und aufgrund von den Geräten, die ich bereits getestet habe, einfach ein vergleichendes Feedback geben. Vorab möchte ich euch auch sagen, es handelt sich hierbei um keine bezahlte Produktplatzierung. Das heißt, meine Meinung wurde in keinster Weise beeinflusst. Leider will ich euch auch schon mal vorab sagen, ich hatte schon am Start ein paar kleine bzw. größere Schwierigkeiten mit dem Gerät. Denn nachdem ich alles eingerichtet habe und auch schon den ersten Saugvorgang gestartet habe, saugte der Roboter erstmal ohne Probleme meine Küche. Darauf habe ich grauen Linoleumboden. Hat auch alles soweit smart gesaugt. Nur ging er dann in mein Wohnzimmer über, wo ich dann grauen Teppichboden verlegt habe. Und da hat der Saugroboter extreme Schwierigkeiten gehabt, sich zu orientieren bzw. logisch den Raum zu saugen. Sodass ich leider gezwungen bin, meine Review zum Gerät jetzt in einer anderen Wohnung zu machen. Das ist schon mal so ein kleines Vorab-Feedback. Falls ihr dunklen Teppich oder Hartboden habt, dann würde ich euch eher nicht das Gerät empfehlen, da er sich hier in meinem Test bis jetzt ja als unbrauchbar geeignet hat. Aber nichtsdestotrotz wechseln wir jetzt einfach die Wohnung und dann machen wir dort die Review weiter. Also bleibt dran. So Leute, ich habe jetzt für euch die Räumlichkeit gewechselt. Wir befinden uns gerade in meinem ehemaligen Kinderzimmer und hier wird praktisch mein Test zum Gerät stattfinden. Also fangen wir erstmal mit dem Lieferumfang und dem Gerät an sich an. Viel Spaß dabei! Im Lieferumfang des Testvor S6 Turbos findet ihr einen großen Staubfangbehälter, einen kombinierten Staub- und Wassertank, zwei Wischtücher, vier Seitenbürsten, ein Reinigungstool, um zum Beispiel Staub oder Haare aus der Hauptbürste zu entfernen, eine Fernbedienung, die Ladestation inklusive Netzteil, ein HEPA-Ersatzfilter und die Bedienungsanleitung. Kommen wir nun zum Gerät. Auf der oberen Seite finden wir den Laserturm zum Abmessen eurer Räumlichkeiten. Zudem befinden sich noch zwei Tasten, mit denen ihr den Saugvorgang starten oder ihr den Roboter zurück zur Ladestation schicken könnt. Ebenfalls federnd gelagert und im unteren Bereich gelegen, findet ihr die Stoßstange des Gerätes mit einem Gummiband, damit eure Möbel beim Ranfahren nicht beschädigt werden. Der Haupt-Ein- und Ausschalter befindet sich im hinteren rechten Bereich. Die Ladestation verfügt über vier gummierte Füße, die es leider nicht immer geschafft haben, die Station immer an Ort und Stelle zu halten, da je nachdem, wie der Roboter rein oder rausfährt, er die Ladestation verschiebt. Auch verfügt die Ladestation über kein integriertes Kabelmanagement, was ich bei der Preisklasse recht ungewöhnlich fand. Die Staubkammer kann im hinteren Bereich entfernt oder durch die kombinierte Staub- und Wasserkammer gewechselt werden. Der Staubfangbehälter ist sehr groß. Er fasst ein Volumen von 600 ml, wodurch ihr nicht jedes Mal nach jedem Saugvorgang den Behälter leeren müsst. Der kombinierte Behälter fasst ca. 300 ml Wasser, sodass ihr noch etwa 300 ml Platz für Staub habt. So Leute, jetzt kommen wir zum nächsten großen Problem, der mir während meines Testes aufgefallen ist. Und zwar möchte ich euch an der Stelle auch sagen, dass ich den Sauger zum Wischen nicht genutzt habe, denn beim Befüllen des Wassertanks ist mir aufgefallen, dass aus der Unterseite des Wassertankes unkontrolliert Wasser rausströmt, was zu Beschädigungen bei Holzböden führen könnte. Für mich ist an dieser Stelle absolut nicht erklärbar, wieso man überhaupt eine elektronische Regulierung im Wassertank vorgesehen hat. Allein dieser Punkt wäre für mich schon ein Grund, dieses Gerät nicht weiter zu empfehlen. Aber machen wir mal weiter. Kommen wir nun zur Akkuleistung des Gerätes. Testvor verbaut im S6 Turbo einen 5200 mAh starken Akku und gibt eine Laufleistung von 150 Minuten an. Diese kann ich auch bei der leisesten Saugleistung bestätigen. Mit 4000 Pascal hat der Testvor zwar eine starke Saugleistung, ist aber auch extrem laut. Die leiseste Einstellung ist in Ordnung, Standard geht auch soweit, aber alles ab stark bzw. der höchsten Saugleistung ist einfach viel zu laut. Ich habe aus eigenem Interesse mit einer Handy-App den Geräuschepegel bei der höchsten Saugleistung getrackt und kam dabei auf einen Geräuschepegel von 80 Dezibel. Das entspricht ungefähr der Lautstärke eines vorbeifahrenden Autos. Schauen wir uns nun mal die Unterseite des Gerätes an. Dort findet ihr die Hauptbürste jedoch ohne Überpassschutz, was dazu führte, dass der Sauger beim ersten Saugvorgang herumliegende Kabel eingesaugt hat und dadurch blockierte. Des Weiteren gibt es hier Unterbodensensoren, die ein Abstürzen verhindern und zwei Seitenbürsten. Aufgrund der beiliegenden Fernbedienung könnt ihr einfache Saugvorgänge starten bzw. die Saugleistung verändern. Für mehr Einstellungsmöglichkeiten empfehle ich euch jedoch die App zu nutzen. Kommen wir nun zur App. Als sehr komisch empfand ich, dass ihr die WBAG-App für die Einrichtung eures Gerätes nutzen müsst. Diese App hat keinerlei Bezug zur Firma Testvor bzw. zu dem Gerät. Während die Einrichtung des Gerätes in der App sehr einfach war, merkte ich schon, dass die App nicht für den europäischen bzw. den deutschen Markt perfekt optimiert wurde. Die Schriftgrößen sind verzerrt, Zeichnungen einzelner Elemente wirkten einfach nicht stimmig. Nachdem ihr das Gerät mit eurem heimischen WLAN im 2,4 GHz Netz eingerichtet habt, könnt ihr danach die erste Reinigung vornehmen. In der App wird euch dann auf der Karte die bereits gescannte Umgebung, der zurückgelegte Weg sowie die aktuelle Position des Roboters und der Ladestation angezeigt.
angezeigt. Die App selbst bietet mir einfach zu wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt in der Hauptansicht lediglich die Möglichkeit, den Roboter zu starten bzw. zu pausieren. Unten rechts geht's dann zurück zur Ladestation. Im rechten Bereich könnt ihr die Saugleistung ändern von leise bis Turbo. Gegenüberliegend habt ihr die Möglichkeit, eine Zonenreinigung zu starten. Dabei wählt ihr einen bestimmten Bereich aus und schickt den Roboter dorthin, um die Reinigung durchzuführen. Auch könnt ihr No-Go-Areas einrichten, bei denen ihr dem Roboter sagt, welche Bereiche nicht befahren werden sollen. In den Einstellungen könnt ihr lediglich einen Zeitplan erstellen, mit unterschiedlichen Sprachassistenten koppeln bzw. die Karte eurer Räumlichkeiten speichern lassen. Eine automatische Raumaufteilung oder die Aufteilung der Räume ist nicht möglich. Ich persönlich empfinde die Raumaufteilung in einer App als aktuellen Standard und würde auch Geräte, die diese Funktion nicht bieten, als eher mangelhaft einschätzen. Die Einstellungen, die ihr in der App nutzen könnt, sind mir für den Preis deutlich zu wenig. Auch fehlt mir die Möglichkeit, die Zubehörnutzung einzusehen, beziehungsweise die Einstellungsmöglichkeit der kontinuierlichen Reinigung, als auch der Saugkraftverstärkung bei zum Beispiel der Reinigung von Teppichböden. Das, was die App euch bietet, sind absolut veraltete Einstellungsmöglichkeiten und gehört nicht zu dem aktuellen Standard, den sonst andere Saugroboter mit sich bringen. Kommen wir nun zur Saugleistung des Gerätes. Die reine, aber auch nur subjektiv gesehene Reinigungsleistung, die bei mir immer nur auf der leisen bzw. Standardstufe lief, ist in Ordnung und lag in etwa der Reinigungsleistung von Geräten, die um die 250 Euro kosteten, wie zum Beispiel der Mi Mob Pro. Die Kartierung der Karte ist soweit okay. Was mich persönlich aber sehr gestört hat, ist, dass der Roboter sich oft an engen Stellen festgefahren hat, ich diesen somit immer manuell wieder befreien musste und wenn ich dann den Saugvorgang fortgesetzt habe, hat der Roboter die aktuelle Karte gelöscht und angefangen, eine neue Karte zu erstellen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat schon so oft mich zu Weißglut gebracht, denn ich meine, so ein Saugroboter soll euch ja die Arbeit abnehmen und euch nicht noch mehr Rest bereiten. Das ist für mich absolut kein Zustand und so etwas habe ich bei keinem anderen Saugroboter, den ich je getestet habe, in der Form gesehen. So Leute, kommen wir nun zu meinem Fazit zum Tesfor S6 Turbo. All die Eigenschaften, die ich euch im Video gezeigt habe, geben mir das Gefühl, dass dieses Gerät nicht mehr als 200 Euro kosten dürfte, da mir hier einfach zu viele Punkte unstimmig waren, beziehungsweise andere Geräte, die entweder deutlich weniger oder in demselben Preissegment waren, bessere Leistungen einfach gezeigt haben. Sei es jetzt die App, sei es die Wisch- oder Saugleistung. Bei einem Roboter bei der Preisklasse von 400 Euro erwarte ich natürlich da in dem Punkt einiges. Auch ist die Wischfunktion, wie im Video gezeigt, absolut mangelhaft. Das Heraustreten von unkontrolliertem Wasser hat einfach ein zu großes Risiko, dass euer Hartboden, wenn ihr zum Beispiel Holzboden habt, zu schnell beschädigt werden könnte. Und das hätte man einfach besser bzw. anders lösen müssen. Was dazu kommt, ist, dass das Gerät auf dunklem Untergrund absolut keine Orientierung hat und auch kein smarter Saugvorgang möglich ist. Das heißt, für viele, die dunklen Untergrund haben bzw. schwarzen Teppichboden, würde ich einfach nicht empfehlen, das Gerät zu kaufen, weil einfach die Möglichkeit zu groß ist, dass er eure Wohnung nicht smart saugen kann bzw. ihr da draußen dann einfach unzufrieden seid. Deswegen kann ich diesen Punkt auch nicht positiv hervorheben. Auch sind mir die ganzen App-Einstellungen einfach viel zu wenig und auch der Grund, dass es hierfür keine optimierte App für das Gerät gibt, ist einfach bei der Preisklasse von 400 Euro für mich persönlich nicht klar. Denn es gibt deutlich günstigere Saug- und Wischroboter, die diese Funktion bieten. Und auch so einfache Funktionen wie zum Beispiel, wenn ihr Teppichboden habt, dass der Saugroboter automatisch erkennt, dass er auf diesen rauffährt und dann zum Beispiel mit dem Wischen aufhört, beziehungsweise während des Wischvorgangs gar nicht erst auf euren Teppichboden geht, die fehlen mir einfach. Das sind einfach Punkte, die andere Roboter besser bzw. smarter gelöst haben. Aus den genannten Gründen kann ich den Tesfor S6 Turbo einfach nicht empfehlen. Bedanke mich trotz alledem bei der Zusendung des Gerätes bei Tesfor. Nun eine Frage an euch. Was haltet ihr denn persönlich von smarten Saugrobotern? Ich persönlich muss sagen, dass ich jedem da draußen einen Saugroboter empfehlen kann, da ich einfach seitdem ich solch ein Gerät selber zu Hause besitze, meine Wohnung gar nicht mehr sauge, beziehungsweise nur einmal im Monat an den Kanten vorbeigehe. Ihr gewinnt einfach so viel an Lebenszeit und ich weiß, es gibt Geräte, die kosten viel bis wenig, aber ich sag euch ganz ehrlich, wie viel wäre euch denn die Freiheit wert, nicht mehr saugen bzw. wischen zu müssen? Ich bedanke mich dafür, dass ihr das Video geschaut habt. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare rein, ob und wenn ja, welchen Saugroboter ihr für eure Reinigung benutzt. Ansonsten freue ich mich, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Peace out!